Ja, moin, liebe Teens, melde mich hier aus unserem wunderschönen Gemeindefoyer. Ich hoffe, es geht euch richtig gut und heute wollen wir uns Markus Kapitel 13 anschauen. Markus Kapitel 13, sicherlich ein ganz interessantes Kapitel, was man auch kontrovers betrachten kann, weil wir dort von den sogenannten Endzeitreden von Jesus hören. Und das ist irgendwie total spannend. Ich glaube, das ist der Wunsch eines jeden Menschen zu wissen, ja, was bringt denn die Zukunft? Und ich glaube, du als Teen, du fragst dich natürlich auch, okay, was bringt meine Zukunft? Und Jesus beschreibt dort, ja, dass es eine große Krise geben wird, die damaligen Jünger, die ihm nachgefolgt sind, auch erleben werden. Und wenn wir so ein bisschen in die Historie schauen, dann wissen wir, dass 70 nach Christus Jerusalem zerstört wurde. Also ist all das, was Jesus ihnen so angekündigt hat, auch wirklich passiert. Nun, was können wir aus Markus Kapitel 13 für unser persönliches Leben mitnehmen? Ich mag die paar Verse, wo Jesus davon spricht, dass alle Völker das Evangelium hören sollen. Jesus hat gesagt, bevor ich wiederkomme, wird allen Nationen das Evangelium gepredigt. Und das spiegelt natürlich auch irgendwie das Herz Gottes wider. Also du und ich, wir haben ja schon verstanden, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus in der Ewigkeit mit Gott verbunden sein werden, also die Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Was für ein Privileg. Und Jesus spricht davon, dass er sich das so sehr von Herzen wünscht, dass jeder Mensch zur Erkenntnis dieser Wahrheit gelangt, dass durch den einfachen Glauben an Jesus Christus du mit Gott versöhnt werden kannst. Und es ist richtig schön, dass wir als, auch in unserer Generation dieses Privileg haben, anderen von Jesus zu erzählen. Und dann spricht Jesus davon, dass es auch Momente gibt, wo wir kontrovers gesehen werden oder wo Menschen uns vielleicht auch verfolgen. Und verfolgen, das klingt immer, also ich finde hier so für uns, für unsere Verhältnisse hier in Deutschland, wo auch Meinungsfreiheit herrscht, das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber womit wir manchmal konfrontiert sind, und ich glaube, das kannst gerade auch du als Teenie gut nachvollziehen, ist, dass wir mit Menschenfurcht zu kämpfen haben. Also, dass wir denken, also wenn ich dir jetzt von Jesus erzähle, oh, ich weiß nicht, vielleicht magst du mich dann ja gar nicht mehr. Wahrscheinlich kriege ich so ein richtig fettes Dislike von dir. Also diese Menschengefälligkeit, dass es uns einfach so wichtig ist, was denkt der andere über mich? So, das ist vielleicht eine subtilere Verfolgung. Und dennoch, und das finde ich total spannend, und das sollte dir Mut machen, Jesus spricht davon, wenn wir in so eine Situation kommen, wo wir nicht wirklich wissen, okay, wie wollen wir das jetzt erklären? Also wie erkläre ich jemanden Jesus? Wie erkläre ich jemanden meinen Glauben? Wie kann ich das bezeugen, wovon ich überzeugt bin, dass er uns etwas richtig Schönes sagt? Er verheißt uns nämlich etwas, dass wir, selbst wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, wir wissen werden, was wir sagen sollen. Und zwar wird es uns geschenkt, durch Gottes Geist. Ja, du hast richtig gehört. Du bist in einer Situation und du weißt nicht, was du antworten sollst. Aber der Geist Gottes wird dir helfen, das zu sagen, was in diese Situation passt und wo Menschen einfach merken, wow, das trifft mich. Wow, cool. Richtig cooler Glaube. Und deswegen möchte ich gerne heute diesen Gedanken aus Markus Kapitel 13 dir mitgeben. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, bitte doch einfach Gott darum, dass er dir zeigt, was du sagen kannst und sagen sollst. Ja, und vielleicht hast du auch manchmal Angst vor Prüfungen oder du hast Angst vor Auseinandersetzungen, aber dann wisse, dass du ein Gebet in den Himmel schicken kannst. Und dass Gott sehr gerne
dich inspiriert, dich befähigt, das Passende, was in dieser Situation dann gesagt werden sollte, dir eingibt. Ich habe das damals, wo ich Schüler gewesen bin, immer wieder auch genutzt, dass ich gesagt habe, Gott, ich habe so ein Lampenfieber, oh, ich habe jetzt so eine Angst und so eine Furcht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dass ich Gott gebeten habe, Gott, hilf mir, zeig mir, was ich sagen soll, hilf mir. Und dann hatte ich immer das Gefühl, wenn ich in einer Prüfung war oder wenn ich auch mit Menschen konfrontiert war, denen ich von Jesus erzählen wollte, dass Gott einen Gedanken, einen Impuls gegeben hat und ich danach gedacht habe, wow, ich habe gerade Gott erlebt. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Ja, und dann kommen wir auch zur Challenge. Die Challenge in dieser Woche. Lass es uns richtig praktisch machen. Richtig coolen Action-Step. Du überlegst mal kurz, wem wollte ich schon immer mal von Jesus erzählen? Vielleicht hast du einen Freund, den du vielleicht auch mal zur Teens Connect Group mitbringen wolltest oder mal zu Fabrik 10, zu unserem Jugendgottesdienst. Dann ist die Challenge, du wagst es einfach, diesen Freund, diese Freundin mal anzusprechen und zu sagen, komm doch mal mit mir, ich will dir mal meinen Gott vorstellen. Und wenn dann die Fragen kommen und du Lampenfieber bekommst, dann wisse, dass der Heilige Geist dir eingeben wird, was du dann in dem Moment sagen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir und deiner Familie und deinen Freunden richtig schöne Sommerferien. Natürlich hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder, dann mit Markus Kapitel 14, aber bis dahin wünsche ich dir erstmal richtig schöne Sommerferien. Bis bald!